rein mit euch und schaut euch einmal um. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Stauferland, am Fuße des Hohen Staufens. 1000 Jahre Geschichte, 800 Jahre alte Mauern am Wäscherschloss. Immer einen Besuch wert, kommt nach Wäschenbeuren. Aber nicht nur Kulturgeschichte gibt's hier, tausendjährige Schaffenskraft. Auch die letzten 100 Jahre werden hier dokumentiert mit der neuesten menschlichen Entwicklung. Flugzeugbau, im Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte, hier in Wäschenbeuren. Kommt uns mal besuchen. Ich nehme euch mal mit und wir schauen mal rein. Das älteste in deutscher Sprache abgefasste Dokument zur Luftfahrtgeschichte. Flugpioniere. Flugzeugbauteile. Alles das könnt ihr hier sehen. Fokker Seitenruder. Falz Seitenruder. Der erste lichtadaptive Tarndruck für die Bespannung von Flugzeugen. Im Archiv des Museums befinden sich Hunderttausende an Dokumenten zur Luftfahrtgeschichte. Historische Bücher. Modellbau als Hobby nimmt einen großen Platz ein. Selbstgebaute Modelle. Plastikbausätze. Vom Modell zum Original. Die Modelle schlagen die Brücke ins echte Leben. Nachgebaute Bauteile wie dieser Steuerknüppel veranschaulichen, wie die Flugzeuge ausgesehen haben. Nicht nur Luftfahrtgeschichte wird hier im Modell behandelt. Technikgeschichte allgemein ist unser Thema. Vom kleinsten Modell bis zum großen, originalgetreuen RC-Flugmodell. Modellbau ist ein faszinierendes Hobby. Hier sehen Sie allerlei Modelle. Militär, Luftfahrt, Schifffahrt, Zivil. Das ganze Spektrum ist vertreten. Vom einfachst gebauten Modell bis zur Profi-Ausführung. Ein Flugfeld der Luftwaffe in Nordafrika. Als Diorama im Maßstab 1 zu 48. Modelle wie dieses schlagen eine wunderbare Brücke in die weiteren Zeiten der Luftfahrtentwicklung. Ansonsten haben wir ein Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der Flugzeuge bis 1920. Und hier vereinen sich wieder Modelle und original nachgebaute Bauteile, die man zum Anfassen, zum Begreifen auch gerne in die Hand nehmen kann. Der deutsche Flugzeugbau ging durch helle und durch dunkle Zeiten. Und wir wollen diese Entwicklung dokumentieren.
Die Vielfalt der ausländischen und deutschen Flugzeugtypen der Anfangsjahre lassen sich mit diesen kleinen Modellen wunderschön darstellen. Revell, Airfix, Matchbox, 1 zu 72, 1 zu 48, 1 zu 32, alles vertreten. Vom Holzpropeller zum ersten einsatzfähigen Strahljäger der Geschichte. In nur ein paar Jahren. Was für eine Entwicklung. Die zivile Luftfahrt fand ihre Ursprünge nach dem Ersten Weltkrieg, erlebte ein kurzes Aufblühen vor dem Zweiten Weltkrieg, dann drückte der Krieg sie wieder nieder. Flugzeuge im Dienst der Militärs. Technikgeschichte beschränkt sich aber nicht nur auf die Luft. Auch unter Wasser gab es Technik. Obwohl das Hauptaugenmerk unseres Museums auf der Luftfahrttechnik und der Luftfahrtgeschichte liegt, gibt es hier auch viele andere Dinge zu sehen, die interessant sind. Mit diesen kleinen Motorfahrrädern wurde die Bevölkerung Europas in den 30er Jahren mobil gemacht. Motorräder, Motoren, ein Kübelwagen. Hier gibt es wahnsinnig viel zu sehen, es ist für jeden was dabei. Der eingangs erwähnte lichtadaptive Tarndruck für die Bespannung von Flugzeugen des Ersten Weltkriegs formte die technische Grundlage für die Entwicklung der ersten deutschen Kampf- und Tarnanzüge der Wehrmacht und Waffen-SS. Unsere Sonderausstellung dokumentiert diese Entwicklung ebenfalls. Britische, amerikanische und andere Entwicklungen werden hierbei auch nicht übergangen. Das Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren hat seinen Namen aber nicht umsonst. Wir haben nicht nur eine statische Ausstellung. Wir betreiben Flugzeugbau und hierfür haben wir Werkstätten. Und in diesen Werkstätten werden Flugzeuge gebaut. Und hier kann man auch mitarbeiten. Alles vorwiegend in Handarbeit und wie früher. Keine Kompromisse an moderne Materialien und Verarbeitungsmethoden. Es gibt eine Metallwerkstatt, Holzwerkstätten, alles was nötig ist, um komplette Flugzeuge zu bauen. Und wir bauen diese Flugzeuge. Haben wir etwa Ihr Interesse geweckt? Oder war es gar schon immer da? Kommen Sie doch mal vorbei und besuchen uns. Wir freuen uns auf Sie.